Und hallo und herzlich willkommen, zu einer weiteren Folge Minecraft Survival mit mir, dem Sleeper. So, jetzt haben wir ja letztes Mal ein bisschen Terraforming gemacht. Jetzt verstauen wir mal das, was man niemals brauche jetzt erstmal. Was wäre das? Das Holz, das kann man erstmal wegbringen. Und dann gucken wir mal wieder. So, die Playlist haben wir wieder von neu angefangen, damit mal auch noch ein bisschen Zeit habe. Quasi gewissermaßen. So, das ganze Holz wieder wegmachen. Die Spitzhacke kann man noch gebrauchen. Hier die Zäune kann man erstmal weg tun und die Erd kann man wegbringen nach Bovin. Denn wir wollten ja jetzt was bauen, verstehst du? Weil, ne, sonst denkt ihr auch, hat er noch all oder was? Ist er denn ganz so kollabt? Hier ist die Erde drin. Weil die Steine können wir ja bestimmt gebrauchen. Gucken wir mal, was wir machen jetzt. Im Rhein. Denn nicht rein, wie ein bisschen. Und da hängt noch ein bisschen Holz bestimmt drin. Wohl. Wo ist es denn? Da ist es. Art Holz. Art Holzer. Wo haben wir jetzt hier die Schere? Die ist doch. Die brauchen wir doch hier. Ach, der da unten. Der Weg. Oh, die war aber schnell kaputt. Ist ein bisschen an Holz gekommen. Hat die Dreck. War die Dreck kaputt. Ist aber nicht hier. Die feine englische Art. Ja, was soll das Ding? Ist denn? So. Machen wir mal gerade so hier. Dann kommen wir da doch. Haben wir noch eine Axt dabei? Leider nicht, leider nicht. Okay, was soll's? Mach mal so das Holz. Ja. Das hat's jetzt gebracht, ne? Ich weiß. So. Was kann man denn heute noch so sprechen? Ich weiß, ich wollte ja was machen. Aber da hat mich der Baum so angelacht und hat gesagt, Lorenz, Junge, mach doch hier das Holz noch weg. Weil, nein, das kannst du gut gebrauchen. Das staubt nicht. Nein, was wollen die mit ihrer ganzen Blätter? Sind die Postbote oder was, die Bäume? Das gibt nicht, ne? Hat er gesagt und dann muss ich halt die Blätter wegmachen. Weil die brauchen die ja nicht, ne? Weil, ja, das ist so. Quasi. So, was machen wir? Was kann man hier gerade, wenn man so dran kommt, noch ein paar Blätter machen, ne? Weil die liegen jetzt hier ganz oben überall so Blätter, ne? Wir sind ja der Postbote hier. In unserem Dorf. Nein, sind wir nicht. Ja, das so solche Leute soll es auch geben, habe ich gehört. Die so sprechen. Ne? Die Frau da von Erdbeerkäse vom Frauentausch da. Die kennt ja wohl jeder jetzt mittlerweile. Oder die meisten. Ich so.
Gucken wir mal, was wir hier so finden noch. Hier regnet es jetzt hier. Vielleicht, ja, wenn es mal dunkel werden wird, dann könnte man ja mal kurz pennen gehen. Penne in Tomatensoße, Penne in, ne? In Gorgonzola-Soße, Penne. Ja. Jetzt wird der Witz auch roll. Hier hat man ja, hier waren wir ja eigentlich schon in den Felsen drin reingegangen. Oder? Der Unge. Ach so. Ja. Wäre es, wenn wir da erstmal hier zumachen, weil sonst lenkt mich das wieder ab. Und dann machen wir hier erstmal so eine kleine Höhle und dann gucken wir, was wir da draus machen. Hab ich schon gedacht, oder? Ist das falsch? Natürlich müssen wir auch noch ein bisschen höher machen, damit das hier nicht so niedrig aussieht. Vielleicht machen wir das erstmal so. Warum jetzt die Fackel da? Ja, ein Fackelchen hätten wir auch noch mitnehmen können. Warte mal, wir können doch ein paar machen hier. Habe ich gehört. Wo? Ja, tu mal dahin. Schätzelein. Einmal tut das. So, 41 werden erstmal reichen. Den Rest nehmen wir erstmal so mit. Genug Holz, wir haben genug Cobblestone. Glas müssen wir auch noch mal ein bisschen Glas farmen gehen. Weiter dürfen wir nicht rausgehen, also müssen wir jetzt hier weitermachen. Schön grabele. Vielleicht auch noch eins höher gerade mal. Aber hier von so. Dass man, wenn man dann reingeht, nach oben guckt und dann ist die Decke ein bisschen höher. Ne? Das muss so sein, ne? Weil. So ist das. Quasi wie bei unserem Lager, ne? Da haben wir auch dann nochmal eine Etage rausgeklöppelt. Und für was sollten wir dafür eine Eisenspitzhacke verwursten für? Oder? Das wäre ja zu schade. Also zumindest denke ich so. Na, jetzt setzen wir da erstmal keinen Stein hin, machen wir jetzt erstmal weiter hier. Dann machen wir erstmal da in die Richtung weiter. Nach vorne, da kann man nicht raus und hier kann man auch nicht raus. Also machen wir jetzt erstmal so einen Schlauch. Und gucken, was mich da am Knie juckt, weil das tut jucken, ne? Quasi. Jetzt gleich macht das Glück und dann ist die kaputt. Kapaista, quasi. Ups. War das so lang? Jo, da ist er schon kaputt. Der nächste bitte. Ach, und wenn man direkt die halb kaputt ist. Das ist ja voll der Burner. Jetzt haben wir hier.
Was haben wir denn hier, Mann? Was soll das denn? Ja, gut, dass er kaputt gegangen ist. Machen wir zwei, machen wir einen breiten Eingang. Das war blöd. Das war blöd. Das war sehr blöd, ne? Das muss man auch in dem Spiel machen. Hüppe, 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 Kästchen. Weiß ich. Ja, hören wir damit auf, ne? Sonst ist das ja ein bisschen langweilig. Klappt alles, gut. Kann man hier Wege machen. Können wir uns mal langsam hier ein bisschen hochbauen. Machen wir uns hier so eine kleine Villa quasi. Oder ein Wellnesscenter. So. Mit Pool, Sauna, wenn das geht alles. Müssen wir mal gucken, wie wir das realisieren können. Nö. Das reicht ja erstmal so als Treppe hoch, ne? Oder? Kann man doch machen, ne? Juckt mich das, hey, das ist nur normal. Oder mal gucken, was wir hier draus machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Jung. Kathelde, hey, der Jung, Jung. Heutzutage, egal, wenn du dich aufregst, so dieses häufigste Wort, was man so sagt, ist Alter, 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 ne? Und wie war das denn früher so, in die 50er oder so? Was gab's denn da von Wort, was die öfters benutzt haben? Ich glaube, in jeder Epoche oder in jedem Jahrzehnt gibt's da wieder ein paar andere Wörter und so. Wie es früher vielleicht in den 90er Mann oder Junge oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil sich manche Leute ja darüber aufregen, wie die Jugendlichen heutzutage sprechen. Aber ich denke mal, es gab auch früher Wörter, die eure Eltern euch sich auch nicht so gerne angehört haben. Oder sich das irgendwie falsch. Kann man doch irgendwie verstehen, ne? Gleiches Recht für alle. Oder das ist unsere richtige Wohnung. Oder Zweitwohnung. Haben wir eine auf dem Land und eine im Berg drin. Ach, gucken wir mal, was man da draus mache. Was die Fantasie so hergibt. Ein bisschen fackelig, da wir hier auch ein bisschen sehen. Wieso gräbt er sich jetzt dann nach vorne?
da man nach draußen gucken kann. Und guckt, wo er da ein paar Fensterchen hinmacht und wie weit er jetzt schon oben ist. Weil das kann man ja alles wieder noch zumachen. Verstehste? Machen wir mal ein schönes großes Projekt, wo wir dann tagelang, wochenlang dran arbeiten können. Jetzt machen wir mal hier so einen Zweiergang, wo wir dann nach vorne gehen können. Wo wir wissen, so, jetzt fallen wir gleich raus. Wenn wir Figurion. Haha. Tageslicht. Und da sieht man unsere Villa, den Bauernhof. Quasi. Nicht schlecht, ne? So, hier kann man auch wegmachen. Gut. Kann man mal machen. Oh. Da war ein Stein zu viel. Schade, dass es immer direkt so Cobblestone wird. Da könnte man dann nämlich da wieder... Machen wir gerade mal weiter. Dann kann man den Cobblestone da wieder mitnehmen. Wir müssen jetzt erstmal so gucken, dass wir ein paar Räume hier reinbekommen. Und dann kann man gucken, was wir damit anstellen können. Ihr könnt ja auch mal ein paar Vorschläge machen, was wir hier bauen können. Ne? Cobblestone haben wir jetzt hier noch. Hey, da kann man machen, was man wolle. Quasi. Verstehste? Jetzt haben wir Terraforming gemacht. Jetzt fangen wir ja an, ein Häuschen zu bauen. Aber das gehört ja dazu quasi, ne? Demnächst machen wir mal ein paar wieder hier mal die Creeper und die Zombies an und so. Aber wenn wir jetzt erstmal bauen, dann wollen wir ja erstmal unsere Ruhe haben, ne? So sehe ich das zumindest. Ich glaube, hier kann man das doch auch einfach wegmachen, oder? Damit man hier auch sieht, aha, da ist auch Yang. Und auch breit genug, dass man einmal rumgehen kann. Finde ich auch gut. Weil, ne, das sieht dann nicht so gut aus. Jetzt nimmt er kein Steinchen mehr auf. Okay. So, das macht mich hier verrückt. Dann muss man jetzt erstmal so machen. Dann können wir hier wieder machen. So. Ne. Ja. Wo ist das, ne? Wo ist das? Nach hinten könnte man auch noch ein bisschen gehen, ne? Das machen wir hier bis da vorne hin. Eins da vorne lassen wir stehen. Kann man ja noch immer was ausbauen oder wegbauen oder so, ne? Man hat ja immer schnell mal eine Spitzhacke gebaut. Ja. So viel dazu. Das machen wir genau da, wo der eine Aufgang auch den nächsten Aufgang, falls da nicht der Berg einfach aufhört.
Doch. Aber so schlimm ist das ja auch nicht. Dann machen wir da eine Treppe auf der anderen Seite hoch. Damit wir hier quasi da kann man hier quasi eine Terrasse hinbauen. Wenn euch das genehm ist. Ja, und da ist jetzt auch schon kaputt. Können wir erstmal die ganze Steine hier mitnehmen. Kann man alles noch ein bisschen umbauen. Achso, okay, das ist das eine. Machen wir irgendwann mal zu. Machen wir erst jetzt hier noch jetzt weg. Wall, damit wir hier erstmal einen Raum haben. Hier geht es ja noch weiter hoch. Das ist ja die gleiche Linie wie dort. Quasi. So, man kann die ja braten und also da in den Ofen tun, dann wird das ja wieder das Cleanstone. Ist das ja das gleiche hier? Drei. Machen wir erstmal das hier weg. Bevor wir da vorne ankommen, gucken wir mal dann, wie weit wir da buddeln können, dass wir nicht wieder so eine Grat da reinbauen. Nö. Nee. Dann gucken wir aber auch mal, wie Glasscheiben funktionieren. Bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie das funktioniert. Das kann ich mir gleich mal hier in dem Rezept-Dingens angucken, was ich hier so nebenbei drin habe. Was man nicht sieht, glaube ich. Hoffe ich, weiß ich nicht. Gut, machen wir das jetzt auch noch weg. Wenn, dann alles, ne? So. Gut. Hier müssen wir auch noch ein bisschen wegmachen. Was haben wir denn so bei? Nur so was, ne? Und so weit. Okay. Nett. Dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Ach, die Scheiße hier brauchen wir nicht. Jetzt gerade. Wie sieht das denn aus? Sieht schon ins Jod aus. Nee. Da müssen wir gerade uns die hier wegmachen. Das ist doch falsch. Mensch. Kann man ja auch noch Stufen reinsetzen. Nee. Das Holz kann man nehmen, ne? Gucken wir ja, ob wir noch ein zweites Holz nehmen. Nehmen wir das schwarze dann wieder, das Fichtenholz, was wir hier noch so haben. Ja, kann man mal machen, ne? Kann man nehmen.
Ist ja nämlich vom Chef höchstpersönlich. Machen wir hier mal gerade der Klotz weg. Machen wir das auch noch ins Weg hier. Das stört mich gerade. Weil nur die erste Schicht, die hier so oben drauf ist. So, dann kommt man hier so hoch. Ne, da geht schon der Mond langsam auf. Da sollten wir auch dann gleich mal schlafen gehen, ne? Am besten tun wir das jetzt auch. Das können wir nämlich dann alles in der nächsten Folge machen. Dann gehen wir jetzt unseren gewohnten Weg runter. Ne, da haben wir den hier gebaut. Einmal hier runter. Und dann hier runter. Und ab ins Häuschen und dann gucken wir, was wir hier noch so machen können, was wir hier noch wegmachen können. Dass wir einen schönen Eingang machen und ja. Ne? So, dann gehen wir mal ins Bettchen. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Sleeper. Ciao mit Y.